Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Alexander Reinhardt von RIC Berlin. Lieber Alexander, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Erzähl doch mal bitte, lieber Alex, was du machst und wer du bist. Also mein Name ist Alexander Reinhardt. Ich komme hier aus Berlin und bin Head of Business Development beim Startup Accelerator und Distributor RIC Berlin. Wir sind im Lebensmittel- und Getränkebereich aktiv. Nebenbei bin ich noch auf ein paar anderen Hochzeiten, auf denen ich sozusagen tanze. Ich mache noch Raumdüfte. Aber dazu können wir vielleicht später noch ein bisschen was erzählen. Ganz genau, da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Ja, was ist denn so ein Startup Accelerator und ein Distributor so genau im Food- und Getränkebereich? Wie können wir uns das vorstellen? Also in zwei verschiedene Bereiche. Einmal der Distributor bedeutet, dass wir praktisch Produkte einkaufen und verkaufen. Das heißt, wir arbeiten mit den großen Handelsketten zusammen, mit Edeka, Rewe, Metro, auch Feinkostläden wie dem KDW, Frische Paradies und so weiter. Dort haben wir zurzeit 70 Unternehmen im Portfolio mit ungefähr 400 Produkten aus allen Bereichen, angefangen bei Spirituosen, über alkoholfreie Getränke, über Pasta, Schokolade, hochwertiges Trüffelöl zum Beispiel. Und der Accelerator, da gehen wir gezielt praktisch in Startups aus dem Food- und Beverage-Bereich rein, stellen unsere Infrastruktur zur Verfügung, unsere Kontakte, unser Netzwerk, auch ein bisschen Geld, wenn es Bedarf gibt. Und ja, das sind sozusagen die beiden Bereiche. Kannst du zur Distribution noch so ein bisschen sagen, in welcher Umsatzhöhe oder Größe wir uns da bewegen bei dir? Also wir bewegen uns da im hohen siebenstelligen Bereich Jahresumsatz. Und genau. Das ist schon ganz ordentlich. Und dann hast du, wie kam es dann dazu, dass du so noch so einen Startup Accelerator da angeschlossen hast? Das hat sich vor ein paar Jahren schon ergeben, die Idee, weil ich halt auch viele Startups berate. Ich bin auch ganz viel mit den skandinavischen Botschaften zugange, bin da Experte, halt auch regelmäßig Vorträge auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen wie der Nordic Organic Food Fair oder der Anuga. Und da habe ich halt gemerkt, dass oftmals nicht so das richtige Gespür da ist, wie so die wirkliche Go-to-Market-Strategy ist bei vielen Startups. Und deswegen kam halt die Idee, da das halt wirklich unser täglich Brot ist, wie ist die Ansprache mit den Einkäufern, worauf achten die Einkäufer von den Lebensmittelketten zum Beispiel. Deswegen kam halt diese Idee, den Startups dort die Hilfe anzubieten, wie gesagt, unsere Infrastruktur oder halt auch Kapital, wo der Bedarf ist. Und das läuft ganz gut, muss man sagen. Natürlich, Corona war eine schwierige Zeit, weil wir auch einige Startups aus dem Gastrobereich hatten, die sich halt wirklich auf Gastronomieprodukte fokussiert haben. Wie zum Beispiel Mexikaner heißt, das ist Wodka mit Tomatensaft gemischt. Und das sollte halt ausschließlich an die Gastro gehen. Und ja, wir wissen alle, wie die Lockdowns aussahen. Und da haben natürlich einige Startups auch nicht überlebt, weil halt die Unternehmen so frisch waren, dass halt noch keine Bilanzen vorgewiesen werden konnten, um halt irgendwelche Staatsmittel zu beantragen. Und das ist schade. Aber die Leute rappeln sich auch meistens wieder auf und fangen dann irgendwas Neues an, was ich sehr bewundernswert finde. Was muss denn so ein Startup mitbringen, dass du sagst, oh, die sind interessant für uns? Und wie geht das eigentlich los? Kommen die auf dich zu? Hast du die Augen offen? Oder du kannst uns ja mal so mitnehmen, so Schritt für Schritt, wie der Prozess da ist. Genau, sehr gerne. Die Akquise läuft über verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich bin halt auf ganz vielen Plattformen, wo es halt gerade um Startup-Beratung geht, wie Foundario zum Beispiel ist eine. Da bin ich als Experte mit dabei. Teilweise kommen die Startups halt wirklich auch auf uns zu, weil wir auch auf ganz vielen Messen präsent waren, muss man ja sagen. Gibt ja gerade nicht viele Messen. Kommt ja bald wieder, habe ich gehört. Ja, ich hoffe. Und da kamen halt auch da ganz viele auf uns zu und haben gefragt, was wir machen, ob man da irgendwie Unterstützung bekommen kann. Und was das da mitbringen muss, das sind zwei verschiedene Sachen eigentlich, auch zwei verschiedene Richtungen, in die es geht. Entweder muss es halt wirklich ein massentaugliches Produkt sein, was wirklich auf Masse gehen kann, vom Preis her, von der Marge her,
das ist eher die Ausnahme, muss man wirklich sagen, weil dafür braucht man halt die entsprechende Infrastruktur dahinter mit großen Produktionsstätten, um halt wirklich die Preise darstellen zu können. Aber ich sag mal so, wenn ein Startup das mitbringt, was wie gesagt halt die Ausnahme ist, dann ist das schon mal die halbe Miete, weil die ganzen Großhandelsketten achten halt wirklich auf die Marge und dass sie auch genug dran verdienen können. Alles andere wäre falsch, das jetzt zu sagen, weil es ist halt wirklich so. Und das andere ist natürlich, was sie mitbringen könnten, ist ein innovatives Produkt, wo man aber da wirklich auch schauen muss, in welche Nische passt es. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo so die Realität manchmal ein bisschen auseinanderläuft von den Vorstellungen, was die Leute haben. Ich habe ein super tolles, innovatives Produkt, was halt dann, keine Ahnung, sagen wir mal, im höherpreisigen Segment angesiedelt ist. Und das Produkt kommt halt nicht so einfach in den klassischen Lebensmitteleinzelhandel rein. Das ist halt dann der Punkt, es kann dann nicht einfach so auf Masse gehen. Was die Leute vielleicht bräuchten, wieder um ihre Umsätze zu generieren, das ist halt oft, wie gesagt, diese Diskrepanz, die es da gibt. Jedes Produkt hat seine Berechtigung und für jedes Produkt gibt es auch die richtige Nische. Man muss sie halt nur finden und es ist halt ein Unterschied, ob man die Nische im KDW findet oder halt bei Netto. Ja, das glaube ich ist die größte Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Wenn man also so ein neues Produkt in den Markt bringt und dann sagt, okay, läuft vielleicht in meinem kleinen Umfeld ganz gut, aber wie erreiche ich denn viel mehr Leute damit? Und da ist es ja ganz cool, dass du dann sagst, ich kann meine Infrastruktur bieten. Das ist alles schon da, aber das ist ja die halbe Miete. Also wie macht man, also vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, was da so. Vielleicht hast du ein Praxisbeispiel von einer Marke oder einem Produkt, das du aufgenommen hast und das wirklich dieses Produkt, gute Produkt nicht auf die Bahn bringen konnte ohne dich. Hast du da ein Beispiel, dass wir uns da mal so ein bisschen reindenken können? Da gibt es ein Beispiel, was aber halt genau in diesem Massebereich ist. Mhm. Das ist eine ganz smarte Idee gewesen von einer Firma aus England, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten. Und zwar haben die sich Lizenzen gekauft von Nickelodeon. Das heißt, die klassischen SpongeBob-Charaktere, Turtles, Paw Patrol, Dora the Explorer, was es da alles gibt, haben da halt wirklich im Vorfeld halt viel Geld investiert und haben solche Pouches, also solche Trinkpäckchen praktisch kreiert für Kinder. Mit natürlich auch Benefits, weniger Zucker und bessere Inhaltsstoffe. Aber der Renner waren halt einfach wirklich diese Charaktere. Und das lief letztes Jahr im Sommer sehr, sehr gut. Das ist also da wirklich um Einheiten ging von 200.000, 300.000 Stück alle 14 Tage, was also wirklich enorm ist. Und das war nur bei ausgewählten Kunden. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo halt im Vorfeld wirklich viel investiert wurde, weil die Lizenzen natürlich nicht günstig sind, die zu bekommen. Aber das war wirklich halt eine smarte Idee und es war trotz allem auch ein Startup. Aber die haben es wirklich geschafft, sich wirklich gut zu etablieren, auch in England halt mit dieser Idee und hier in Deutschland auf jeden Fall auch. Und es war und ist immer noch einer unserer Bestseller. Und da habt ihr unterstützt mit eurer Vertriebsinfrastruktur? Ganz genau, mit der Infrastruktur. Mhm. Geld war da nicht das Thema, die hatten genug eigenes Geld, aber die hatten halt keinen Zugang zum deutschen Markt. Mhm. Und wollten halt unbedingt auf den deutschen Markt und wir haben es auch sofort erkannt, dass die Idee absolut super ist, weil, wie gesagt, jedes Kind, was irgendwo sein Lieblings-Paw Patrol-Charakter irgendwo sieht, möchte es natürlich haben. Und es war halt wirklich sehr günstig angesiedelt im Preis. Man muss sagen, diese fünf Pouches, Trinkpäckchen haben halt 1 Euro gekostet im Verkauf, was halt also unschlagbar ist. Was sind denn so die Margen im Food-Bereich, dass wir uns das vorstellen können, im Fashion-Lifestyle-Segment? Und wenn es Marke ist, sind ja bei uns immer ganz enorme Margen. Und bei euch sind es ja eher Stückzahlen und kleinere Margen. Wie können wir uns das vorstellen? Ganz genau. Also der Einzelhandel arbeitet mit Margen zwischen 30-40%. Also das ist das, was praktisch Edeka verdient. Deswegen sieht man auch immer ganz lustig, wenn es diese Rabattaktionen gibt, jetzt 23% günstiger oder jetzt irgendwie 30% günstiger, dann ist es halt immer ein Zeichen von dem Händler, dass das jetzt raus muss und er halt auf seine Marge verzichtet. Ne? Verstehe. Und aber immer noch keinen Verlust macht. Nee, immer noch keinen Verlust macht, auf keinen Fall. Manchmal gibt es einen Ausreißer. Da geht es auch bis 60% hoch. Das ist teilweise bei verschiedenen Schokoladenprodukten so. Das sind schon enorm. Also wir arbeiten nicht mit 60% Marge. Unsere Marge liegt so bei 10-20%, je nach Produktkategorie. Natürlich auch Preis des Produktes, ist klar. Mhm. Bei günstigen Produkten muss man mit ein bisschen mehr Marge arbeiten und bei teuren mit weniger. Achtest du auch auf so Geschichten wie, weil ich glaube, das macht alles noch schwieriger, wie Mindesthaltbarkeitsdatum? Das ist, glaube ich, ein großes Thema bei euch, oder? Also mit den Produkten, mit denen wir arbeiten, eher weniger.
Worauf wir halt achten ist, wir arbeiten ungern mit TK-Produkten. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil wenn man durch den Supermarkt geht, sieht man ja, wie begrenzt dieser Tiefkühlbereich ist. Und es gibt noch einen viel, viel härteren Konkurrenzkampf. Und da Sachen reinzubekommen, das ist also fast unmöglich. Wenn man immer in direkter Konkurrenz mit, weiß ich, Dr. Oetker steht und Wagner Pizza und was auch immer. Und da ist wirklich viel, viel Geld nötig, um sich sozusagen da reinzukaufen. Dann würde das gehen. Aber ob das halt immer in einer Relation steht und auch zu eventuellen Abverkäufen, ist immer die Frage. Und sag mal, kannst du, bei uns geht es ja immer so ein bisschen um Marke, und kannst du uns so ein bisschen aus deiner Sicht den Unterschied sagen zwischen Produkt und massentauglichem Produkt und Marke? Ist da überhaupt ein Unterschied? Oder was sind da die Nuancen? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Auf jeden Fall. Ich kann eine kleine Anekdote dazu erzählen. Es gibt eine Firma hier in Berlin, die heißt Kolonne Null. Die produziert alkoholfreien Wein. Und mit den beiden Gründern, dem Philipp und dem Moritz, hatte ich vor 3 Jahren mittlerweile schon Kontakt, weil damals hatten wir noch einen großen Stand auf der Grünen Woche, als es noch möglich war. Und da haben wir die beiden Jungs sozusagen ein bisschen mit on board genommen, dass die da eine kleine Fläche hatten, wo sie ausstellen konnten. Das waren praktisch da die Anfänge von Kolonne Null. Und die haben sich mittlerweile absolut zu einer Marke, zu einer Brand etabliert, haben wirklich ihr eigenes perfektes CI, ihr komplett eigenes Branding, weichen da nicht davon ab. Also das haben die Jungs wirklich sehr gut gemacht. Während halt das mit den Trinkpäckchen zum Beispiel ist halt für mich keine Marke, weil die halt wirklich auf diesen Lizenzgeschäft, auf diesen Zug mitfahren und darüber halt ihre Verkäufe generieren. Also man würde jetzt nicht wissen zum Beispiel, welche Firma dahinter steckt. Man sieht zwar das Paw Patrol irgendwo im Regal, aber man weiß halt nicht, okay, wie heißt überhaupt die Firma dahinter. Ja, und ist es dann, also wie würdest du es machen? Erst die Marke oder erst das Produkt oder... Würdest du dich im Zweifel für Produkt oder Marke entscheiden, oder was sind da deine Gedanken als Investor auch? Das ist sehr schwierig, weil es kommt immer darauf an, was so die Intention dahinter ist. Na, also bei einer Marke sprechen wir wirklich über einen langfristigen Aufbau, über eine längere Geschichte, wirklich über Jahre, während bei einem Produkt einfach ein schnelles In-and-Out ist, wie man zum Beispiel jetzt sagt, einfach das Produkt reinschießen, dann hat es irgendwie seinen Peak und dann ist es auch wieder raus. Dann haben alle ja Geld verdient, alle sind zufrieden, aber es ist halt keine nachhaltige, keine längerfristige Geschichte. Währenddessen, wie gesagt, bei Markenaufbau, ich finde es halt sehr beachtlich, was die Jungs da geschaffen haben mit Kolonne Null. Und die sind halt wirklich längerfristig unterwegs. Da ist wirklich irgendwie der 5-Jahres-Plan, wirklich diese Brand aufzubauen. Ist unterschiedlich, es hat beides Vor- und Nachteile. Ne? Es sind einfach, kommt wahrscheinlich drauf an, was man vorhat. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Markenaufbau, wie du sagst, ist ja was Langfristiges, ist, glaube ich, einfach der schwierigere Weg, weil der so kostenintensiv auch ist im Aufbau. Du hast so viel PR, Marketing und Overhead-Kosten. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch neulich drüber gesprochen, zum Beispiel gibt es aber auch Produkte, die dann gerne bei so Fashion- und Lifestyle-Segment dabei sind, weil sie sich da gerne präsentieren und dann auch sich gerne in dem Umfeld etablieren. Also sowas gibt es ja auch, und da arbeitest du ja auch so ein bisschen in dem Bereich und mit Influencer-Marketing. Was sind das für Marken, die sowas gerne machen? Meiner Meinung nach halt viele Marken, die sich online verkaufen. Weil ich denke, Influencer-Marketing ist ein essentieller Part der Werbung, des Marketings. Für mich auch ein sehr, sehr sinnvoller Part, muss man sagen. Weil wenn man sich jetzt auch da Stories anguckt, wie Bears with Benefits zum Beispiel, diese auch Vitamingummibärchen, das funktioniert ja fast ausschließlich über das Influencer-Marketing und halt sehr, sehr erfolgreich. Und was wir halt auch machen oder versuchen, wenn wir irgendwie neue Produkte, die online tauglich sind, sage ich mal, was ja auch immer teilweise eine Schwierigkeit ist, weil zum Beispiel Glasgebinde verschickt man eher ungern aufgrund des Gewichts und aufgrund der Gefahr, dass es kaputt gehen kann. Aber wir sind jetzt zum Beispiel in Verhandlungen mit einer Firma aus Schweden, die stellt einen komplett plastikfreien Einwegrasierer her. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Oh, das ist ja interessant. Wenn kein Plastik, was dann? Aus Bambus.
Ach, spannend. Genau, aus Bambus. Und der Stahl ist auch abbaubar, der recycelt sich nach einer gewissen Zeit. Also sehr spannendes Thema. Und das ist zum Beispiel für mich ein absolutes Online-Produkt. Ist aber kein Food jetzt. Nee, ist kein Food, genau, weil wir auch immer so unseren Fokus jetzt ein bisschen erweitern mit der Zeit. Und das ist halt ideal, weil das kann man perfekt versenden. Das passt einfach in so einen schönen Maxi-Brief rein, sage ich mal. Da sind die Versandkosten gering. Und das ist halt zum Beispiel ein ideales Produkt fürs Influencer-Marketing. Da geht es gar nicht um den stationären Handel, dass man irgendwie in Konkurrenz tritt mit, weiß nicht, den 99 Cent oder 69 Cent Produkten, weil man das ja gar nicht am Regal erklären kann, warum ist das Produkt jetzt besser als das Discount-Produkt zum Beispiel. Aber wenn es der Influencer oder die Influencerin in dem Fall erklärt, hat das einen viel größeren Impact und funktioniert viel besser, meiner Meinung nach, als im stationären Handel. Bei uns im Fashion-Bereich ist ja das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes. Und wir haben auch schon oft ausgearbeitet, dass eigentlich Menschen, die zum Thema Nachhaltigkeit kommen, eigentlich über den Food-Bereich kommen und dann im nächsten Schritt psychologisch erst sich um die Kleidung und so weiter kümmern. Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit bei euch und auch in deinem Startup Accelerator? Und was gibt es da für Trends? Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen Einblick geben. Es wird auf jeden Fall immer wichtiger und natürlich ist ein Thema die Ressourcenbeschaffung, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, aber auch die Verpackung wird immer mehr zum Thema. Man muss aber auch sagen, es ist gerade am Anfang. Also die großen Ketten, na klar, gibt's da mittlerweile schon so eigene Fachabteilungen, die wirklich auf nachhaltige Produkte aus sind und die speziell suchen. Aber das Große sind halt immer noch irgendwelche Standard-Plastikverpackungen. Ich meine, man sieht es ja, wenn man irgendwie durch die Gemüseabteilung geht, wie viel da noch in irgendwelchen Plastikverpackungen ist. Angefangen bei Paprika, Tomaten, was auch immer, ist ja immer noch der Großteil. Und deswegen ist zwar eine Sensibilität da, aber noch nicht so, wie es vielleicht da sein müsste. Aber ich denke, das wird sich auch in der nächsten Zeit entwickeln. Ist ja ähnlich so wie das Thema vegan, vegetarische Produkte, das war ja vor ein paar Jahren auch noch so ein absoluter Außenseiter. Und heute wird ja auch konkret wirklich damit geworben, auch von Edeka zum Beispiel, jetzt eine große Kampagne machen mit Thema veganen Produkten, vegetarischen Produkten. Und ich denke mal, beim Thema Nachhaltigkeit wird es hoffentlich ähnlich verlaufen. Ja, es ist ja nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Gesundheit, wenn man jetzt so überlegt, wenn man in Plastik eingepackte Lebensmittel verzehrt, dass man da so viel Mikroplastik auch aufnimmt. Und das ist so dramatisch und ganz schwierig zu sagen, okay, was kaufe ich da noch, was esse ich da noch? Also es ist nochmal ein ganz anderes großes Fass, aber ein Riesenthema, finde ich. Auf jeden Fall. Die Umstellung wird halt der Punkt sein, ne? Weil die Produkte werden dadurch natürlich teurer. Dann müssen sie auch da erstmal gesourced werden und für den Category Manager, wie es so schön heißt, also den Einkaufsmanager, ist es natürlich einfacher, das zu bestellen, was irgendwie seit Jahren bestellt, ne? Als über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu schauen, okay, welches Produkt ist denn da vielleicht innovativer oder interessanter oder was ist nicht in Plastik verpackt. Und das ist noch ein langer Weg, meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern im Lifestyle-Segment dabei ist, vielleicht was mit Food macht oder etwas, was zu Food passt und Interesse hat, an deinem Startup Accelerator oder mit dir in Kontakt zu treten, was muss die Person mitbringen und wie kann sie sich an dich wenden? Sie kann sich gerne per E-Mail an mich wenden. Bestimmt, wo meine Kontaktdaten hinterlegt. Das ist kein Problem. Und mitbringen erstmal eine Begeisterung für das, was die Person geschaffen hat und kreiert hat. Das ist erstmal das Wichtigste. Wenn der Gründer nicht für sein Produkt brennt, dann ist irgendwas schiefgelaufen, denke ich mal. Und ansonsten sind wir halt komplett offen. Wir schauen uns alles erstmal an. Also wir haben da irgendwie nicht spezifische Kategorie, mit denen wir arbeiten, sondern jeder kann erstmal kommen, kann sein Produkt vorstellen. Wir tauschen uns dann aus und dann hängt es halt, wie gesagt, von den Erwartungen ab. Natürlich, das muss halt übereinstimmen mit dem, was das Produkt halt kann. Wenn es irgendwie ein super tolles, luxuriöses High-End-Produkt ist und auch die Erwartungen so sind, dass natürlich dann erstmal nicht die Riesenumsätze damit generiert werden, weil natürlich die Kundschaft entsprechend kleiner ist, dann ist es immer fein. Dann kann man natürlich schauen, ob man das irgendwo, wie gesagt, in der KDW-Group, also Alsterhaus oder Pollinger KDW platziert, im Frische Paradies oder bei Feinkost Käfer in München zum Beispiel. Aber davon halt dann keine großen Millionenumsätze am Anfang erwarten. Ist es schon so, also ich habe jetzt gerade am Anfang überlegt, dass eigentlich das Startup am meisten von deiner Vertriebsstruktur profitieren kann und dass das ja vielleicht am schlauesten wäre, wenn sich Leute bei dir melden, die deine Vertriebsstruktur auch brauchen. Genau, zum Beispiel. Und dann, genau, wäre das ja ein perfekter Fit.
Aber jetzt sagst du ja gerade, du hast ja auch kleinere in Anführungsstrichen Vertriebspartner wie KDW. So klein sind die ja jetzt auch nicht. Nee, da geht es mir ums Prestige auf jeden Fall. Ja, genau. Aber da bist du auch überall so im Food-Bereich dann quasi. Auf jeden Fall, genau. Im Food- und Getränkebereich. Und wir arbeiten halt wirklich mit vielen, auch mit regionalen Ketten, wie zum Beispiel Globus oder Teegut zusammen. Und können da eigentlich immer was Gutes anbieten. Wie gesagt, ist auch nicht nur die Vertriebsstruktur, sondern halt auch einfach nochmal neutrales Feedback. Einfach auf ein Produkt, auf das Pricing, passt das, passt die Marge für den Handel überhaupt? Ich meine, wenn man rausgeht und der Handel hat irgendwie eine 5% Marge, dann kann man von vornherein sagen, dann macht das keinen Sinn. Na, da muss nochmal nachjustiert werden, da muss an den Produktionskosten was geschraubt werden. Oder das ganze Projekt muss überdacht werden. Ne? Aber das ist halt auch so das Feedback, was wir halt auf jeden Fall auch geben. Es geht also nicht nur ausschließlich um die Vertriebsstruktur, sondern auch einfach darum, wirklich nochmal von oben sozusagen, von der Birdview einfach auf dieses Produkt, auf diese Konstellation zu schauen. Was auch ganz wichtig ist zum Beispiel für die Ketten, ist die Lieferzeit und Lieferfähigkeit. Wenn man irgendwo gelistet ist bei einem Edeka und die bestellen halt dann einzeln die Märkte, dann muss es einfach innerhalb von 5 bis 7 Tagen maximal da sein, ab dem Punkt der Bestellung. Das stelle ich mir auch so als große Herausforderung vor, als kleines Unternehmen. Man muss ja die ganze Struktur bereithalten, um auch liefern zu können. Und hast du da auch nochmal so einen Einblick, was da gut lief oder vielleicht mal ein Projekt, das da nicht so gut lief? Mein Tipp ist immer regional anfangen. Na, weil auch Edeka und Rewe, die sind ja unterteilt in ihre Regionalgesellschaften, Nordbayern, Sachsen, Thüringen, Hessenring, Minden, wie auch immer. Und ich würde erstmal da einfach anfangen und dann wirklich die Märkte in der eigenen Region kontaktieren und da probieren, das irgendwie aufzusetzen, dass man so ein bisschen einen Track Record bekommt und dann natürlich die Umsätze entsprechend hochskalieren kann. Und dann kann man sich auch an die anderen Regionen wenden. Aber wie gesagt, es ist generell alles möglich. Es ist halt alles eine Frage des Kapitals. Mhm. Ne? Wenn man genug Geld im Hintergrund hat, dann kann man natürlich auch deutschlandweit sofort beginnen und die Lieferfähigkeit gewährleistet ist und überall das hinliefern kann, dann passt es. Aber ist halt bei den meisten nicht so. Ne? Also Leute, wenn ihr die Abkürzung nehmen wollt in dem Bereich und nicht jeden Markt einzeln abklappern wollt, sondern einfach schneller einen Zugang zu einem schon bestehenden Vertriebsnetzwerk haben möchtet, dann meldet euch doch an Rick Berlin, an Alexander Reinhardt. Der kann euch da bestimmt helfen, Unterstützung geben, euch Tipps geben, wie ihr da in dem Bereich weiterkommt. Apropos Tipps, hast du einen Tipp, den du so allgemein unseren Hörerinnen und Hörern heute mit auf den Weg geben kannst im Vorankommen? Sehr gerne. Mein Tipp ist eigentlich, erstmal anfangen und machen. Ich bin großer Verfechter des Lean Startup Prinzips von Eric Ries. Und das heißt praktisch, ein sogenanntes MVP, ein Minimum Viable Product zu basteln, also ein minimal überlebensfähiges Produkt, um überhaupt erstmal das Feedback zu testen. Das muss nicht bis ins kleinste Detail ausgefeilt sein. Das muss nicht perfekt sein. Das kann meinetwegen irgendwie der Online-Store sein, den man erstmal selbst aufsetzt, irgendwie ganz schnell und dann mit ein bisschen Influencern, mit Mikro-Influencern zum Beispiel arbeitet. Die wollen kein Geld dafür haben, die wollen einfach nur die Produkte dafür haben und machen auch dann entsprechende Promotion. Das funktioniert auch schon, um einfach wirklich das Feedback wirklich von den Kunden und vom Markt zu bekommen. Ist das Produkt gerade gefragt? Ist Bedarf da für das Produkt? Weil viele setzen sich irgendwo in ein stilles Kämmerlein, tüfteln da Monate, wenn nicht sogar Jahre rum, um irgendeine Geschichte, dann am Ende festzustellen, dass es gar nicht gebraucht wird oder akzeptiert wird vom Markt. Und das sollte man wirklich vermeiden. Deswegen einfach so dieses Minimalprodukt basteln, das irgendwie raushauen und dann kann man halt wirklich schauen, was muss man verbessern? Oder ist es der richtige Weg? Dann kann man das natürlich dann wirklich im Detail verfeinern und so weiter und so fort. Aber das ist halt so mein Tipp und das gilt eigentlich für jeden Startup-Bereich. Das kann Tech sein, das kann SaaS sein, also egal was, nicht nur im Food-Bereich. Das ist wirklich das auch, was wir auch so machen, wenn wir neue Produkte sozusagen aufnehmen und listen. Wir probieren auch erstmal zu schauen, okay, funktioniert das überhaupt? Und wenn es nicht funktioniert, aus welchen Gründen funktioniert es nicht? Und an den Gründen muss dann geschraubt werden. Super, vielen Dank, lieber Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns solche Insights gegeben hast. Sehr gerne. Und ich bin gespannt, wer sich bei dir von uns noch melden wird. Vielen Dank. Sehr gerne. Super, danke schön.